Hallo, zurück in der Werkstatt und herzlich willkommen zum 51. Teil meiner Videoreihe zu Themen rund um die Zerspanung. Im letzten Teil, im 50. Teil, habe ich euch ja schon angekündigt, dass ich jetzt so eine kleine Videoreihe machen möchte, um diese Maschine in ihrer Geometrie zu vermessen. Wobei das, was ich da sagen werde, das gilt jetzt nicht nur speziell für diese Maschine, das gilt generell eigentlich für solche konventionellen Drehmaschinen. Und heute geht es mit dem Spindelstock los und da werden wir verschiedene Parameter ausmessen und schauen, ob der von der Geometrie her, ob der in dem Toleranzbereich liegt, der mir ausreicht. Zu dem Thema Messgenauigkeit habe ich am letzten Video schon einiges gesagt. Also mein Ziel wäre hier, dass diese Maschine so eine Genauigkeit, Rundlaufgenauigkeit und generell Genauigkeit so von 1/200 hat. Damit wäre ich zufrieden. Und und jetzt geht's los. Messen, fangen wir an, den Spindelstock auszumessen. So, das erste, was wir machen, wir bauen das Backenfutter ab, damit wir an die Spindel drankommen. Wenn die Spindel frei ist, wird erstmal alles gereinigt, dass da keine Späne oder sonstiger Schmutz das Messergebnis verfälschen. Und dann fangen wir mit der Messung an. So, nachdem das Backenfutter jetzt abgebaut ist, ist die erste Messung, die wir machen, das Messen der Spindelnase. Dazu habe ich hier jetzt so ein Fühlhebelmessgerät in den MK4-Konus eingefügt und lasse jetzt einfach die Maschine mit niedriger Drehzahl laufen und damit sehen wir dann schon mal die Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase. Die sollte sehr genau sein, das schon mal vorab. Also es sieht schon mal sehr gut aus. Also im Rahmen von der Messgenauigkeit und von der Anzeigegenauigkeit dieser Hundertstel-Messuhr liegt das unter einem Hundertstel oder so um ein Hundertstel, aber eigentlich von der Anzeige her fast eher drunter. Also von daher, mit dem Maß bin ich jetzt schon mal sehr zufrieden. Als nächstes messen wir jetzt hier diesen Zentrierbund, weil dieser Zentrierbund dazu da ist, das Backenfutter zu zentrieren. An der Stelle schon mal vorweg, bei höherwertigen Drehmaschinen ist es oft ein Kurzkegel. Also über diesen Kurzkegel wird dann wirklich das Backenfutter formschlüssig zentriert. Das ist hier nicht so, das ist einfach nur ein zylindrischer Zentrierbund. Der muss natürlich ein minimales Spiel haben, damit das Backenfutter drauf geht. Deswegen bei so einem zylindrischen Zentrierbund, wenn man das Backenfutter ganz genau ausrichten will, muss man das ein bisschen zurechtklopfen. Aber das sehen wir dann in der Folge zum Backenfutter. Jetzt messen wir erstmal diesen Zentrierbund aus, ob der wirklich auch maßhaltig ist. Und dazu positioniere ich jetzt diese Messuhr an dem Bund. Dazu fahre ich jetzt mit dem Planschlitten von hinten an diesen Zentrierbund dran, bis die Messuhr im Messbereich ist. Das ist jetzt der Fall. Da kommt es jetzt nicht so genau drauf an. Es geht ja nur um die Abweichung. Und lasse jetzt die Maschine wieder langsam laufen. Auch sehr gut aus, also dieser Zentrierbund für das Backenfutter liegt ebenfalls in einem Bereich von, ja, ich würde mal sagen, knapp unter einem Hundertstel, also auch eine Toleranz, die für mich absolut in Ordnung ist. Jetzt messen wir hier noch diese Fläche, weil da liegt ja das Backenfutter an, die muss natürlich plan sein, damit das Backenfutter dann hier auch plan aufliegt. Und das ist das nächste, was wir messen. So, weil diese Scheibe jetzt hier diese Bohrungen hat, kann ich das nicht bei laufender Maschine machen, weil die Bohrungen, also für die Aufnahme des Futters, die gehen fast bis zum Rand. Deswegen mache ich da jetzt mehrere Einzelmessungen. Ich fahre also erstmal die Messuhr wieder in den Messbereich auf 0 mit dem Obersupport. Und jetzt entlaste ich hier den Messfühler und drehe hier bisschen weiter,
Und ja, jetzt sind wir so knapp 200stel drunter. Da sind wir knapp 100stel drunter. Da sind wir auch 100stel drunter. Da sind wir fast auf 0. Da sind wir auf 0. Da sind wir auf 0. Und da sind wir wieder, also nicht ganz 200stel drunter. Also die Genauigkeit von dieser Anlagefläche ist so zwischen 1 und 200stel. Ist aus meiner Sicht gerade noch okay. Wenn es konstant ein Hundertstel wäre, wäre es mir lieber. Aber mit 200stel kann ich da an der Stelle jetzt gerade noch leben. Und jetzt kommt als nächstes die Messung, ob die Spindel parallel zum Maschinenbett ist oder ob sie gegenüber dem Maschinenbett geneigt ist. Dazu spanne ich jetzt hier in die Spindel den Prüfdon ein. So, der Prüfdon ist in den MK4 eingespannt und die Messuhr sitzt jetzt erstmal oben auf dem Prüfdon. Und wenn ich jetzt entlang fahre, kann ich feststellen, ob die Spindelachse nach oben geneigt ist. Also die Uhr, oder halt nach unten, also die Uhr muss jetzt im Toleranzbereich konstant bleiben. Jetzt schauen wir mal, ob das so ist. Das ist so, die bleibt also komplett auf 0 stehen. Das heißt, da ist jetzt wirklich eine Ausrichtung wirklich parallel zum Maschinenbett gegeben. Und jetzt schauen wir, ob die Spindel seitlich sauber läuft. Und dazu spanne ich jetzt die Messuhr um 90 Grad gedreht ein. So, jetzt die Messung um 90 Grad gedreht. Die Uhr steht auf 0. Ja, das ist jetzt eine Abweichung von einem guten Hundertstel. Ist auch gerade so im Rahmen dessen, was ich erwartet hätte. So, und wenn man das jetzt statisch überprüft hat, kann man das auch noch dynamisch machen, indem man jetzt einfach die Messuhr wieder oben aufsetzt auf den Messdon und dann die Maschine mit niedriger Drehzahl laufen lässt. Das kann man erstmal vorne an der Spindelnase machen. Da sieht man jetzt schon mal, das ist also maximal ein Hundertstel eher drunter. Und wenn man jetzt verfährt an das andere Ende von dem Prüfdon, wird der Ausschlag natürlich etwas größer sein. Und jetzt lassen wir da die Maschine nochmal laufen. Da sind wir jetzt schon so im Bereich von einem Hundertstel, vielleicht sogar minimal drüber. Aber für die Länge, also von hier bis hier gemessen, das ist auch wieder hier für mich in Ordnung. Und jetzt gehen wir zum nächsten Prüfschritt. So, als nächstes prüfen wir, ob der Spindelstock und der Reitstock genau auf einer Höhe sitzen. Dazu spannen wir den Prüfdon zwischen zwei feste Spitzen und messen an der oberen Kante dieses Prüfdons entlang. Und da sollte sich die Uhr möglichst nicht verstellen. Wenn das so ist, dass sie sich nicht verstellt, sitzen Spindelstock und Reitstock auf einer Höhe. Jetzt fahren wir da mal lang.
Und das sieht gut aus. Man sieht hier ja eigentlich keine sichtbare Schwankung oder minimal unter einem Hundertstel. Also das ist okay. Spindelstock und Reitstock sitzen auf einer Höhe. Und damit haben wir eigentlich jetzt schon die wichtigsten Parameter von dem Reitstock vermessen. Wir haben die Spindelnase vermessen. Wir haben den Anschlag hier vom Backenfutter vermessen. Wir haben vermessen, ob die Spindel seitlich bzw. nach oben, also ob sie schräg sitzt. Und wir haben gemessen, dass der Spindelstock und der Reitstock auf gleicher Höhe sitzen. So, und damit haben wir, ja, ich denke, so die wichtigsten Größen ermittelt. Im Großen und Ganzen entspricht es meinen Erwartungen. Ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ich erwarte so im Bereich 1/200. Vieles war drunter, was gut ist. Eine Messung war ein bisschen grenzwertig mit den zwei knapp 300. Aber im Prinzip ist das ein Zustand von der Maschine, mit der ich zumindest jetzt weiterarbeiten kann. Aber die Frage ist natürlich auch, was macht man, wenn es jetzt nicht stimmt? Also was kann man zum Beispiel machen, wenn jetzt wie bei dieser Messung Spindelstock und Reitstock auf unterschiedlichen Höhen sitzen? Das kommt jetzt ein bisschen auf die Maschine an. Der Spindelstock, der sitzt ja auf dem Maschinenbett auf. Jetzt gibt es Maschinen, wo er einfach nur so wie hier auf der Seite flach aufsitzt und hier dieses Prisma hier einfach nur ausgefräst ist und der hier auch auf der anderen Seite auch flach aufsitzt. In dem Fall kann man die Höhe ausgleichen. Und zwar mit ganz dünnen Blechstreifen oder Folie. Falls ihr sowas machen müsst, mal sucht einfach im Internet nach Hasberg-Folie. Die gibt es in Abstufungen von 100 Millimeter. Damit kann man unterlegen und kann die Höhe von dem Spindelstock an die Höhe vom Reitstock anpassen. Theoretisch könnte man natürlich auch den Reitstock abfräsen, aber das ist schwierig, weil der ja auch hier auf diesem Prisma sitzt. Also das würde ich eher nicht machen. Also wenn, dann würde ich unterlegen, was aber natürlich nicht so einfach ist, wenn der Reitstock nicht auf beiden Seiten flach aufsitzt, sondern so wie hier auf dem Prisma aufsitzt. Dann wird es schwierig. Generell, wenn in der Geometrie vom Spindelstock was nicht stimmt oder auch wenn die Spindel schräg sitzt, ist es nicht so einfach, das zu korrigieren, muss man ehrlich sagen. Wenn der Reitstock jetzt irgendwie außermittig sitzt, den kann man zum Teil einstellen. Man kann natürlich hier auch das Spiel von den Lagern einstellen, wenn es Kegelrollenlager sind. Also man kann ein paar Sachen einstellen. Aber wenn generell die Geometrie von dem Spindelstock nicht stimmt, wenn also Spindel schief sitzt oder die Höhe zum Reitstock nicht stimmt und es eben nicht so einfach mit Unterlegen zu beheben ist, dann ist es wirklich schwierig. Und dann müsste man sich wirklich an Spezialisten wenden, wenn man nicht selbst die notwendigen A-Kenntnisse, aber B vor allem auch die Maschinen hat, um sowas dann wirklich sauber zu bearbeiten. So, aber ich hoffe, es hat euch zumindest mal einen Eindruck gegeben, wie man so die, also welche Parameter es gibt, um die Geometrie von so einem Spindelstock zu vermessen und wie man das macht. Und im nächsten Video schauen wir uns dann den Reitstock oder das Backenfutter an, muss ich mal noch sehen. Wahrscheinlich fangen wir mit dem Reitstock dann an. Und bis dahin sage ich jetzt erstmal wieder Tschüss, euer Ralf.